Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde FTB Infinity Evolved. Mit dabei die Prima Ballerina, der Kosmonaut, der Nuklearforscher schlechthin, der Soratimers. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 Werkzeug. Und so wird das gemacht. Ja. Get on my level. Okay. Also, der Typ hier, der feine Herr mit Monokel und Schnäuzer, ja, will seinen Reaktor ja mal fertig machen. Genau. Also, du baust jetzt erst einmal 2 Reactor Access Ports. Mach die mal. Ja, Reactor Access. Ich habe jetzt keinen Bug bei. Reactor Access Ports. Das ist gut. Davon brauchst du 2 Stück, ne? Ja. Ne? Alter, ich bin echt zu schnell mit meiner Rüstung. Oh, ein bisschen. Und das Krasse ist, es geht einfach noch schneller. Das stimmt. Ah, Zeit davon. Ich hätte auch immer gerade Klossung eintragen können, aber okay. Doch, da ist der. Also das läuft ja immer nicht so wirklich voll. Ich glaube, da wird schon eine Reihe jetzt noch wie 2 davon den Teilen dazu packen. Aha. Von den Alloys-Metalln für Zucker. Ja. Oder ich muss euch einfach nur warten, bis irgendwie alles einmal aufgefüllt ist. Wie jedes einzelne Conduit. Oder das. Ah ne, ich glaube, da müssen noch ein paar hinzu. Aber der Zucker geht schon mal weg. Dann weiß ich auch, was ich nachher da hinpacke. Sehr schön. Zweimal Reaktor Access. Die hast du? Ja, sind auf der linken Seite. Okay. Dann brauchst du noch einen. Nicht einen, brauchst 2 Reaktor Redstone Ports. Die sind eigentlich nicht so schwierig. Redstone Port, da war's ja. Stell dich wieder hin. Ich bin gerade hier hinter, ich habe noch ein bisschen Platz gemacht. Wo ist denn der schon wieder? Reactor Port. Da gebe ich einfach kurz rein. Wenn du eigentlich nur Reactor eingibst, ist das in der dritten Reihe das zweite. Redstone Reactor Ports. So. Falsch. Das sollte eigentlich nicht allzu schwierig sein. Also, einen habe ich schon mal. So. Und der zweite. Und jetzt kommt das teuerste von allen. Du brauchst noch 3 Redstone. Ja, die habe ich. Gut. Dann komm mal mit. Hm? Du setzt dich jetzt beide mal hier rein? Ja. Okay. In den linken, ja, da klickst du jetzt mal auf Input Toggle Reactor On Off. Das ist diese Ein- und Ausschalter da. Jo. Set vom Signal. Ja. Dann den rechten. Gehst du auf Output Energy Amount. Output. Trägst da ein 80%. Ja, 80. Und Active While Below. Ja, und dann Comments. Genau. Und dann ist er jedes Mal an, wenn du weniger als 80% RF drin hast. Okay. Hast du 80%, fährt der automatisch runter. So. Da musst du eigentlich nur noch. Ja, hier die Reactor Access Ports, weißt du, wofür die sind? Also einmal für das Velorium zum Füllen. Ja, und das rechte machen wir auf Outlet Mode, weil da kommt der Abfall rein. Also das Cyanide. Und dann machst du jetzt hier noch nicht so ganz voll. Also hier setzt du erstmal ein Reactor Casing rein. Ja, Moment. Weil, dann helfe ich dir jetzt mal hierbei. Ja. Ist drin? Jo, der ist drin. Ja, du sollst da noch ein Reactor Casing reinmachen. Achso, wo? Weil jetzt kommt hier das Resonant Ender rein. Oh? Weil das Problem ist bei dem Zeug, wenn du einmal da drin landest in der Suppe, wirst du reportet. Ja, das ist etwas störend. Oh. Oh? Erstmal mein Handy beiseite legen, weil es hat gerade eben wieder vibriert. Oh, kaputt. Wow. Da wurde er schon geportet. Ja, ich bin ein bisschen zu schnell geflogen. Wow, wow, wow. Ah, jetzt will ich gleich hinten reinkommen, sehr gut. So, ich glaube, den Rest kannst du schon machen. Da, da, da und da. So, und dann auch noch was zubauen. Okay. Ja, da ich noch welche. Zack. Und zack. Und wundervoll. Sehr gut, gibt Reactor. Genau. Und dann würde ich sagen. Extrate. Das ist online. So, dann mache ich mal AI aus. 0,8 Millibuckets pro Tick, nicht schlecht. 2,1. Ah, ah. 2,2 Kilo RF pro Tick. Nice. Ah, das geht. Ja. So, dann muss ich. Kabel. Sehr schön. Dann porte ich mich jetzt mal wieder zurück. So, und ich tue das noch ein bisschen verschönern. Gut. Macht er das? Denn ich mache jetzt mal hier noch. Wie mache ich das hier? Ich glaube, ich mache das hier. Ja, hier mache ich das rein. Und zwar mache ich hier nochmal eine kleine Verarbeitung rein von den ganzen Treasures, die wir bekommen. Das sind ja schon eine ganze Menge. Ja, ist schon ein bisschen was. Ja, und die werde ich hier automatisch öffnen lassen. Hm? Ich glaube, das sollte man mal sich gönnen können. Ja, definitiv. Ah, Moment, ich muss jetzt aber dann irgendwie hier Zugriff bekommen. Ja, weil hier ist im E-System, wenn ich dann da den Autoclicker mache, sollte das klappen. Weil wir brauchen wieder einmal einen Export, ein Export-Spaß. Oh. Genau, genau das brauche ich. Ja. Oh, jetzt habe ich einen zu viel gemacht. Aber wir brauchen noch eine Karte, und zwar eine Capacity Card. Okay. Ja, ich trete gleich mal wohin, ne? Ja. Gut. Und dann brauchen wir noch einen Treasure hiervon. Einen hiervon. Einen Vakuumhopper. Da fehlt wieder der Hopper an sich. Und vielleicht kann man das so tricksen, dass das automatisch in eine andere Truhe weitergeleitet wird. Ich glaube aber nicht. Oh, könnte ein bisschen schwer werden. Mhm. Aber haben wir schon mal ein bisschen Energie. Was? Was ist bei dir kaputt? Frage. Ich glaube alles. Das hast du gerade angehört, als würdest du mit dem Hund sprechen. Ja, okay. Die kommen hier hin. Und wir brauchen noch RF. Ah, vielleicht klappt das. Oder weißt du was, wir machen das anders. Das ist jetzt ganz einfach. Ich weiß nicht, wieso ich das so kompliziert gerade wieder machen möchte. Oh, gute Frage. Irgendwas hast du mit deinem Mikro gerade gemacht. Irgendwie bist du leiser geworden. Oh, ist so besser? Ja. Okay, war ein bisschen weit vom Mikro weg. So. Dann noch das zu. Perfekt. Okay. Wieso macht das wieder so schwierig? Das ist eine gute Frage, denn... Ja, tschüss. Da hat es gerade irgendwie meine Aufnahme beendet. Könnte vielleicht schon liegen, dass du vom Server gegangen bist. Ja, Moment. Schauen wollen? So, ein Lapis wieder. Okay. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Wir sind bei 10 Minuten. Okay, und der Scheiße, der hat gerade bei 4 Minuten aufgenommen. Ja, super. Ups. Womit nimmst du auf? Mit DXORI. Okay. Muss ich das dann noch eine extra Folge machen, wo ich das erkläre kurz? Ups. Ja, das glaube ich besser. Dann kurz eine Aufnahme neu. So, das. So. So, also 3, 2, 1. Was geht, meine Freunde? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, deswegen starte ich gerade jetzt eine kurze Aufnahme. Wir sind eigentlich schon dabei, eine Aufnahme zu machen. Kurz gesagt, ich habe hier den Reaktor jetzt auch gebaut, dadurch hat er mir geholfen. Das ist so eingestellt, Active Well Below 80%, das heißt, wenn er unter 80% fällt, gibt er hier ein Redstone-Signal aus, sprich, er füllt die Energie auf. Das hier ist für den Abfall, zum Beispiel jetzt Cyanide-Ingots, die kommen hier raus. Velorium kommt hier rein, damit der aktiviert wird. Gefüllt ist das Ganze mit Resonant Ender. Ja, genau, Resonant Ender. Und Energie, sieht man ja, ist schon gut was vorhanden. Ja, ich tue jetzt das Ganze noch ein bisschen verkleiden und ja. Gut, okay. Ich bin gerade noch dabei, meine Anlage zu automatisieren von den Treasures. Oh. Weil die wird jetzt endlich mal automatisieren, dass sie automatisch ja rechtsklickt werden. Okay. Ja. Und das klappt schon super. Ja, also das ist dann definitiv gut, wenn es schon mal funktioniert. Ja, das klappt schon so super, dass ich nur daneben stehe und es schon... okay. So. Oh, und fragt, was ich hier gerade mache. Ich habe ja hier die Capacitor Banks stehen. Ich tue einfach die Energie dorthin verlagern. Und das kannst du euch dann auch in einer extra Folge erklären. Also, ja, lasst euch überraschen. Okay, du musst vielleicht mal bei mir vorbeikommen. Okay, Moment. Jetzt habe ich irgendwie keinen Jetpack-Sound, okay. Hm. Komisch. Wo komme ich jetzt am besten raus? Hier. Oh, ja. Okay. Sound mein Jetpack. Okay. Mal kurz schauen, wie es da aussieht. Du recordest. Oh. Beides auch mit Sound, okay, passt, gut. So. Dann. Alter, okay, warte, ich komme bei dir vorbei. Okay. Oh. Wo bist du? Bist du unten? Moment. Ich gleich unten. So, jetzt bin ich unten. Sneak mal? Aha. Okay, jetzt komm mal mit. Huch, was? Willst du mal Musik in meinen Ohren hören? Ja, Moment. Okay. Das ist Musik in meinen Ohren. Das ist geil. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht. Ich glaube, ich muss noch meine Vakuumchest hinplanten, für das irgendwas daneben fällt. Oh? Das ist... Das ist genial. Ja. Alter! Ja? Ach du heilige Scheiße! Was ist los? Da kommen ein paar Potions an. So, mal nur noch Potion. Ach du Scheiße, das... Oh, das fühlt sich an. Alter. Ja. Jo. Ach du Scheiße. Ich bin schon bei 1500 Goldmünzen. Wow. Ja, das ist eine Menge. Alter. Okay. Warte. Ja. 73 Emeralds. Enderpearl muss ich gar nicht schauen. Ja. No, das freut mich. Warte, Enchanted. Aha. Jetzt kommen wir auf Enchanted Book hier rein. Und weißt du was? Was? Wir machen jetzt gegen Ende nochmal ein Ritual. Darauf habe ich gerade Bock. Okay. Ich brauche erstmal das hier, das Draconic Evolution Information Tablet. Okay. Dann muss ich nochmal ganz schnell reinschauen. Wo ist es? Ich habe den Mod jetzt mal richtig angeschaut und der ist verdammt geil. Ich habe mich so verliebt. Definitiv. Das ist jetzt hier nicht drin. Okay, Moment. Ist es bei Dragonheart? Ja. Okay. Moment. Mhm. Okay, ich habe es. Gut. Ja, okay. Ich muss auf jeden Fall nochmal ausbauen, das Ding. Wir brauchen 4 Charge Draconium Blöcke. Ja. Das Dragonheart. Ja, es sind ein paar Items rausgeflogen. Ja, das ist mir bewusst. Die muss ich nochmal welche einstellen. Mhm. Ich brauche 16 Draconic-Kurs. Und jetzt kommt's. Ich brauche ein TNT. Oh, ja. Ja. Alles klar. Und eine... Ich habe schon eins gecraftet. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal nach draußen. Ja. So, wir stellen jetzt hier diese Draconium-Blöcke. Ja. So hin. Ich ziehe das Jetpack an. Hm? Gut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich dich um dieses Dragonheart hier angebettelt habe? Ja. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Das verdoppeln? Nein, ich schlag sie in die Luft. Okay. Aber das kenne ich, das... So, das fliegt jetzt hier. Und dem geben wir jetzt was zu futtern. Und zwar die 16 Draconic-Kurs. Ah? Und das Ritual beginnt. Okay. Oh. Und es ist jeden Moment fertig. Oh. Bäm, Junge! Das war laut. Aber kein Draconium-Block. Nicht abbauen! Ups. Hier ist er. Boah. Hast du mich gerade erschrocken? Keine Panik, die kann ich damit abbauen. Gut. Aber ein kleiner Schrecknis am Ende. Hä? Ja, ein kleiner Schrecknis am Ende noch. Boah, jetzt wird jetzt kaputt gemacht. Ich hätte dich so oft getötet. Ja. So, damit haben wir wirklich die teuersten Barren im ganzen Spiel. Definitiv. Awakened Draconium Ingots. Oh ja, also... Das ist schon was. So. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich gerade übersteuert habe, aber ich habe mich so erschrocken. Ja. Was können wir damit machen? Ein Awakened Core und dafür brauchen wir allein schon 4 Nether Stars. Für 4 weitere Cores. Weißt du, was ich aufmache? Draconic? Wir könnten jetzt eigentlich schon mit den Draconic Sachen anfangen, aber die sind so scheiße teuer, da werden wir noch mehr Enderdrachen töten müssen. Definitiv. Also, die Rüstung, die geht eigentlich noch. Das ist Draconium, Redstone, Tiers. Ich habe gerade... Ich habe gerade nochmal reingeschaut. 4000 Goldcoins. Boah, das ist eine Menge. Wow. So. Okay, ich mach da nochmal eine Vakuumchest. Irgendwas, das gefällt mir nicht. Okay. Ich hab dann noch meinen Reaktor die Energie abzapfen lassen. Ja. Eine Vakuumchest. Die mache ich jetzt mal schnell. Ja, das alles? Nein. Pulsating. Hab ich davon keins mehr? Ja gut, dann machen wir das aber schnell. Oh. Da war ja noch ein bisschen. So. So. Ich werde auf jeden Fall das MES-System ausbauen müssen. Definitiv, also 64 kmE Storage wäre sehr gern gut. Da wird aber auf jeden Fall nochmal das MES-System auch aufräumen müssen. Ja, also das kann ziemlich schnell volllaufen. So, jetzt brauche ich eine Vakuumchest, einen davon habe ich noch. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich an dem Kabel da drüben rauskomme. Dann lebe. Boah, aber Alter, wie du mich gerade eben erschrocken hast. Ah, das habe ich, gut gemacht. Ja, das war gratis, ne? Definitiv. So. Das werde ich natürlich jetzt nicht verschuldet, das werde ich jetzt einfach nur so aufbauen, falls ich jetzt mal hier rein muss wegen Kabel oder so, dass da irgendwie was daneben gegangen ist. Aber ja, das ist einfach nur so, dass die Energie abgezogen wird. Tut's jetzt auch. Aber wir haben 817.080. Jetzt seht ihr, welche Zahl ich da habe, ja. Ich will nicht sagen, aber wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ja, würde ich sagen, erstmal die Folge. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkung, Kritik. Alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was denn? Hey Mann. Alles in die Kommentare. Schaut doch beim Sora vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Reingehauen, wieder schauen, meine Freunde.